Wir zeigen also hier an 12 weiteren Werkstätten und Geschäften, wie das Leben früher war, vor ein, zwei Generationen. Direkt hier neben mir das Büro eines Architekten oder eines Baumeisters. Das war noch die Zeit, als am Reißbrett oder an dem Zeichenbrett gearbeitet wurde. Und das, wo also dann jeder Strich mit der Hand sorgfältig aufs Papier gebracht wurde. Heute geschieht das ja mit CAD, Computer Aided Design, und der Plotter spuckt in Blitzschnelle die fertige Zeichnung, sogar in mehreren Farben, wenn es darauf ankommt, aus. Das war früher anders. Auf dem ersten Zeichenbrett sehen Sie übrigens das Gesims eines Bauernhauses und können, das Bauernhaus steht hier, das ist unser Sagerhaus. Man kann sehen, dass selbst bäuerliche Häuser über eine ganze Menge schönen Schmuck verfügten. Das war eigentlich mehr, als was man heute so allgemein an Häusern zu sehen bekommt. Neben dem Architektenbüro sehen Sie als nächstes das Sprechzimmer eines Landarztes vor zwei Generationen etwa. In Konz und in Dörfern drumherum gab es damals 4 oder 5 Ärzte, allzuständig von der Geburt, der Geburtshilfe, der Hausgeburt bis zum Beistand in der letzten Stunde. Und das hat sich doch gewaltig verändert. Die Konzer wissen, kennen die Beethoven-Galerie. Da sitzen in diesem einen Gebäude heute, ich glaube, ein Dutzend Fachärzte. Und die Welt hat sich geändert hier in Konz. Im Telefonbuch stehen 3 Dutzend Ärzte. Das ist also auch ein Zeichen, wie sich die Welt gewaltig verändert hat. Das ist beim Landarzt noch anders gewesen. Das war praktisch in seinem Wohnhaus ein Raum. Das war schon fast noch eine Mischung zwischen ein bisschen Wohnstube und Arztpraxis. Und das zeigt, wie sehr sich die Dinge geändert haben. Viele schöne Teile sind dort in unserer Sammlung vorhanden. Da gibt es noch Schröpfköpfe, da gibt es noch ein Stethoskop aus Holz, früher so zusammengesetzt aus 2 Teilen, 100 Jahre alt, hat uns ein alter Konzertdoktor geschenkt. Neben dem der Arztpraxis ist der Hutladen Hanapel, und ich bin sehr erfreut, dass ich Familienmitglieder der Familie Hanapel hier begrüßen kann. Ein Teil wohnt ja schon in Amerika, die waren aber neulich auch hier zu Besuch und haben sich angeschaut. Wir haben diesen Gartenladen komplett geschenkt bekommen, und das erinnert an eine Zeit, die eigentlich von der es schade ist, dass sie vergangen ist. Heute muss man zum Pferderennen nach Ascot fahren, in England, um schön behütete Damen zu sehen. Das ist leider, schau mich hier um, hier ist auch nicht viel zu sehen. Vielleicht kommt die Zeit einmal wieder. Bei Mode ist ja nichts unmöglich, ist durchaus möglich, dass einmal wieder die Zeit der schönen Damenhüte kommt. Bis dahin ist unsere Ausstellung also Erinnerung. Daneben haben wir eine Sparkassenfiliale. Ich freue mich, dass ich hier den Vertreter der Trierer Sparkasse heißt es, nicht Sparkasse Trier, hier begrüßen kann, unser Kuratoriumsmitglied. Das ist also die Sparkasse, wie sie früher einmal ausgesehen hat, oder Sparkassenrendant an einem alten Gründerzeitschreibtisch saß, und der hatte noch keinen Computer, der hatte aber alles über seine Kunden im Kopf. Der wusste die Familienverhältnisse, die Kreditwürdigkeit und auch die ganzen Skandale in seinem Arbeitsbereich. Und daneben saß dann der Kassierer. Es war ja die Zeit, als noch die Sparbuch im Mittelpunkt stand. Das Sparbuch. Überweisungen waren schon fast eine Seltenheit. Das war also Girokonten, hatten nur ganz wenige kreditwürdige Leute. Und Wertpapiergeschäft, ich glaube, das hat es damals bei Sparkassen kaum oder gar nicht gegeben. Und Derivate und ähnliche Papiere mit Nebenwirkungen, die hat es Gott sei Dank überhaupt noch nicht gegeben. Daneben ist der Laden der Bilderraten
Bilderrahmenladenstoffels aufgebaut. Ein Trierer Geschäft war früher angesiedelt in der Fleischstraße. Dort konnte man also Bilder einrahmen lassen, dort konnte man aber auch Devotionalien erwerben. Und das ist auch eine Zeit, die zum großen Teil vergangen ist. Sie sind Sinnbilder der Frömmigkeit, Heiligenbilder, Marienstatuen und ähnliche Dinge, die sind ziemlich aus der Mode gekommen. Und es ist eigentlich schade, wir bekommen solche Dinge hier geschenkt, in großem Maße. Die Leute wollen das heute loswerden. Eigentlich nicht so erfreulich. Aber wir versuchen es hier zu bewahren mit diesem Geschäft von der Familie Stoffels, die uns praktisch komplett den Laden geschenkt hat. Und dann kommt wieder noch ein Geschenk von zwei Unternehmungen. Das waren zwei Klempnereien. Die Klempnerbetriebe gab es früher in jedem größeren Dorf. Das ist ein etwas grobes Handwerk, die Blechverarbeitung. Heute sind die Klempnereien zum großen Teil übergegangen in Installationsgewerbe, Kühlerbau, Lüftungsbau, Klimaanlagenbau und solchen Dingen. Oder auch nur dem normalen Heizungsinstallateur. Klempnerfirmen gibt es eigentlich kaum noch oder nur noch ganz selten. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir diese ganzen Ausstellungsstücke über eine Klempnerei hier sehen können. Die Keimzelle dieser zweiten Ladengasse, die uns also praktisch mehr oder weniger auch dazu gebracht hat, hier weiter aufzubauen, das war der Eisenwarenladen Hermann aus Trier. Die alten Trierer kennen den noch. Wenn man irgendetwas aus Metall brauchte, ein altes Türschloss oder ein Fensterbeschlag oder auch nur ein Schlüssel oder auch nur eine einzelne Schraube, da ging man zum Eisenwaren Hermann, der hatte alles. Aber das ist heute auch eben eine Zeit, die vorbei ist. Wenn Sie heute eine Schraube kaufen wollen, müssen Sie ein ganzes Päckchen kaufen. Dann müssen Sie in den Handwerker, Heimwerkermarkt gehen oder in irgendwelche Baumärkte, um da etwas zu bekommen. Und beraten werden Sie da kaum noch. Das war anders beim alten Eisenwaren Hermann. Und diesen Laden dort hinten in der Ecke, den haben wir also mit größtem Vergnügen als ersten hier aufgebaut. Ein Relikt aus einer alten Zeit, die fast völlig vergangen ist, ganz noch nicht, aber fast, das ist die Buchbinderei nebendran, zusammengetragen aus verschiedenen alten aufgegebenen Buchbindereien. Die Buchbinderei war früher ein Handwerk, das die Menschen noch Bücher geschätzt haben, die schön eingebunden waren, zum Teil in Leder, mindestens in Leinen, dann aber in Leder, manchmal auch geprägtem Leder und mit Goldschnitt. Alle diese Dinge, auch diese Bearbeitung der Schnittkanten mit Gold, die wurden mit echtem Gold belegt und mit besonderen Handwerkszeug, mit solchen Achatsteinen geglättet. Das war früher ein besonders geschätztes Gewerbe. Heute ist es, wie gesagt, zum größten Teil nicht mehr im Gange. Ein anderes Geschäft, das also zwar noch bis vor kurzem Bestand hatte, aber auch eine Symbiose von Handwerk und Kunst ist, das ist der daneben befindliche Lampenladen, den wir, ich dachte, der Besitzer wäre heute hier, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Dieses Geschäft haben wir, das ist ein Fremdkörper, wenn Sie so wollen, den Laden haben wir aus Münster hierher gebracht. Er sollte eigentlich in Münster weiter als Museumsbestandteil ausgestellt werden. Das hat nicht geklappt. Und da kamen wir zum Zuge. Das ist also ein Laden, wo nach jeweiligem Kundenwunsch Lampenschirme hergestellt wurden. Und dann kommen als nächstes zwei Läden, die auch zwar heute noch existieren, aber auch im Rückgang begriffen sind, ein Damen- und ein Herren-Modegeschäft. Auch das geht zurück. Das hat angefangen mit den großen Kaufhäusern. Früher gab es Tietz, kennen nur noch die wenigsten, Kaufhof ist aber bekannter.
Dann kamen die großen Versandhäuser, Neckermann, Quelle. Und heute schlägt Amazon fast alles tot, nicht wahr? Und das setzt also dem Einzelhandel noch gewaltig zu. Und die schön inhabergeführten Einzelhandelsgeschäfte gehen immer mehr zurück. Und dann, ähnlich ist es mit dem letzten Laden, der hier vorne als Schlusslicht steht, im Radioladen. Radios kamen auf in den 20er Jahren. Da war ich ein ganz kleines Kind, da hörte man auch fast nur noch Störungen und nicht viel anderes. Die Mittelwelle war nicht so toll. Das waren noch die alten Röhrengeräte, die haben dann in den 30er Jahren sehr gefördert, natürlich von den Nazis, haben dann Aufschwung bekommen. Der Volksempfänger war damals für 15 Mark, richtig mal so ein Ding, der Anfang. Aber groß aufgeblüht ist es dann in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Da entwickelte sich das Radio zum Möbel geradezu, auch zum Musikmöbel, zur Musiktruhe. Große Dinger waren das. Die waren gefüllt mit vielen Röhren, die nahmen Platz in Anspruch. Und dann kam eben die Ablösung durch den Transistor. Der Radius wurde wieder kleiner. Und heute gibt es also kaum noch diese Radioläden. Auch da hat eine Entwicklung eingesetzt mit einer ziemlich massiven Werbung durch große Mediageschäfte. Auch in Trier haben wir ja sowas. Und die belehren einen ja auch dauernd, dass man nicht blöd wäre, nicht wahr, wenn man da nicht kauft. Das ist also auch schade, dass es diese Geschäfte nicht mehr gibt. Das traditionelle Geschäft, wie in vielen anderen erwähnten Bereichen, gibt es nicht mehr. Aber hier wollen wir es fortsetzen und erhalten. Meine Damen und Herren, die ganze Ausstellung ist zum überwiegenden Teil konzipiert und gestaltet worden von unserem Mitarbeiter und Kunsthistoriker Herrn Markus Berberich, der auch irgendwo hier rumgeistert. Also, und der mit stilsicherer Hand alle diese Räume gestaltet hat und der vor allen Dingen auch immer wieder irgendwo im weiten Umkreis ums Museum etwas aufgefunden hat, was wir hier gebrauchen konnten, oder der auch in unseren Magazinen immer wieder Teile gefunden hat, die wir hier dann zusammentragen konnten. Und ich bin auch dankbar und froh, dass unsere Mitarbeiter zum Teil hier sind, die während der ganzen Zeit hier, man kann sagen, mit Begeisterung an dieser zweiten Ladengasse mitgebaut haben und bei denen ich mich auch herzlich bedanken möchte. Ihnen allen nochmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie mögen, trotz des kalten Wetters, Glühwein haben wir nicht, aber ein Glas Wein haben wir. Dazu lade ich Sie herzlich ein und wenn Sie mit beschwingt von einem Glas Wein dann noch einen Rundgang machen, dann machen Sie mich auch damit glücklich. Vielen Dank.